It's time to start from the beginning. Yet evolve into something new. Moin moin und herzlich willkommen zu der offiziellen Ankündigung von City Skylines 2. Es ist der Wahnsinn, Leute. Ja, es ist soweit heute. Am 6. März wurde City Skylines 2 noch für 2023 angekündigt. Wahnsinn! Und ich möchte mit euch einmal kurz in den Announcement-Trailer reinschauen, was es denn da vielleicht schon an Kleinigkeiten zu entdecken gibt. Insgesamt noch nicht ganz so viel, weil es ist halt der erste Ankündigungstrailer, da sieht man noch nichts wirklich vom Spiel, aber vielleicht verrät uns ja so das ein oder andere schon mal so eine Kleinigkeit. This city has a story. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann und was man hier ja auch schon sieht, es ist übrigens auf der Seite, dass wir auf jeden Fall wieder verschiedenste Arten haben. Etwas runtergekommene Häuser, richtig moderne Häuser wie hier an der Seite oder da. Ja, ich bin immer ein bisschen durcheinander hier mit den Seiten. Aber das sehen wir, glaube ich, denke ich, schon ganz gut. Und ansonsten auch grafisch können wir uns natürlich hieran jetzt nicht orientieren. Ich denke, das Spiel wird bei beiden da natürlich nicht drankommen. Das ist ein verbessertes City Skylines. Ich denke, die Grafik dazu wird sich auf jeden Fall verändern. Ich bin sehr gespannt. Das, was man jetzt so sieht, wirkt sehr realistisch. In City Skylines, wenn wir das mal so ein bisschen mit Transport Fever vergleichen, war City Skylines eher so dieses Cartoon-mäßige, ja, nicht so ganz realistisch, grellere Farben und so. Was ich sehr gemocht habe ja auch an City Skylines, das hat so zu einem Spiel gemacht, wo jetzt nicht unbedingt 100% Realismus, aber irgendwie auch doch. Also es hatte so eine schöne Mischung aus Game und Realismus. Ihr wisst ja, wie ich meine, Transport Fever ist realistisch ohne Ende, ja, da passt alles zusammen, die Farben und so. Da ist auch mal was schmutzig. Hatten wir in City Skylines so nicht. Ich bin sehr gespannt. Der Trailer lässt mich so ein bisschen darauf schließen, dass das Ganze ein bisschen mehr in die realistischere Richtung geht, was die Grafik angeht. Aber lassen wir uns überraschen. Envision a world created by you. Was wir hier natürlich sehen, eine fette Skyline. Und was sehen wir noch? Hafengebiete. Ist jetzt die Frage, aber die Schiffe, die ich da so sehe, ich sehe da auf jeden Fall mal Containerschiffe. Ich sehe da auch noch möglicherweise Gas oder Stückgutfrachter oder sowas. Also es wäre ja mega cool, wenn wir da tatsächlich verschiedenste Frachttypen auch auf dem Meer haben und wirklich einen riesen Hafen aufbauen könnten, so wie das hier auf dem Bild aussieht. Your chance to shape the future. To create and inspire. Ein kleinen Tick zu weit gesprungen hier, aber was wir gerade gesehen haben, Frühling, Winter, wir werden Jahreszeiten haben. Wir hatten zwar Snowfall und da gab es ja auch Schnee und so, aber so wie mir ist es dieser Ausschnitt vorkommt, haben wir wirklich übergehende Jahreszeiten, vielleicht sogar ein richtig geiles Wettermodell mit viel Schneefall, vielleicht Winter und kein Schneefall und so, wo wir uns je nachdem richten müssen. Vielleicht, was richtig cool wäre, auch Starkregen oder so, wo vielleicht Teile mal überschwemmt werden, wo man vielleicht extra irgendwie Feuerwehr für ausrüsten muss oder so. Wäre ultra cool. Oder im Winter, dass mal ein bisschen mehr Schnee fällt, dass man dann halt ein bisschen mehr Geld ausgeben muss für die Schneeräumung. Sehr, sehr cool. Vielleicht gibt es das ja in City Skylines 2. Expand way up high. And bring life to your creations. New worlds to explore and pursue. Und was mir direkt auffällt, so am Trailer, natürlich die hochmodernen Hochhäuser, wo, glaube ich, ziemlich viel Wert drauf gelegt wird.
Oder es ist halt einfach nur, um das Spiel jetzt ein bisschen attraktiver zu machen. Keine Ahnung, man sieht ja auch viele Baukräne. Könnte jetzt einfach für den Ankündigungstrailer halt so eine Sache sein, ja, hier, wir sind noch am Bauen, deswegen auch die ganzen Kräne im Trailer. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht so das Bauen der Gebäude einen höheren Stellenwert hat, dass das vielleicht irgendwie animiert ist mit Krähen, dass da richtige Baustellen sind oder so. Keine Ahnung, aber wäre interessant. Wir haben auch ganz am Anfang vom Trailer gesehen, ich lasse ihn euch am Ende auch nochmal durchlaufen, den Trailer im Ganzen, wie diese Brücke Stück für Stück zusammengeschoben wird. Man kann jetzt natürlich viel diskutieren, ist das jetzt einfach nur auf cool gemacht für den Trailer, aber vielleicht baut man ja, wenn man eine Brücke irgendwo baut, vielleicht braucht die ja dann noch ein bisschen, bis sie fertig ist und sie ist dann nicht einfach aufgeploppt und fertig und man kann sie benutzen, sondern vielleicht muss man sie planen. Vielleicht braucht man Baumaterialien dafür, dass man überhaupt irgendwas bauen kann. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Here, you are the visionary. You are the creator. You make cities. City Skylines 2, Wahnsinn. Das kam so überraschend und jetzt so schnell auch, dass es rauskam. Ich finde diesen Trailer der Hammer. Davon wird wahrscheinlich nichts von dem Spiel wirklich sein. Man kann vielleicht so ein paar Inhalte erahnen. Grafikmäßig und sowas würde ich es jetzt nicht zu hoch hängen. Aber wenn es ansatzweise so wird und noch geiler, wie City Skylines mit allen DLCs drumherum, dann wird das ein gutes Spiel, sage ich euch. Und das ist die beste Ankündigung überhaupt. Coming 2023. Es kommt 2023 noch auf. Hoffentlich, wenn sie sich da nicht übernommen haben, aber das wäre krass. Dann ist das nämlich schon ziemlich lange in der Entwicklung und man hat davon nichts mitbekommen. Ich freue mich, ich werde es auf die Wunschliste packen, weil ich werde es auf jeden Fall spielen und mir anschauen. Ich bin ein absoluter City Skylines-Fan. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Was würdet ihr euch wünschen? Was wäre cool, was ihr gerne sehen wollt in City Skylines? Und dann bin ich sehr gespannt. Vielleicht wird es natürlich zu den anderen Trailern, die da wahrscheinlich noch kommen, auch nochmal Videos geben. Aber dann bin ich sehr gespannt auf ein Projekt dazu in der Zukunft. Was das? Wie gesagt, ich lasse euch den Trailer jetzt nochmal im Ganzen auch durchlassen. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zuschauen. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye. It's time to start from the beginning. Yet evolve into something new. This city has a story. Envision a world created by you. Your chance to shape the future. To create and inspire. Expand way up high. And bring life to your creations. New worlds to explore and pursue. Here, you are the visionary. You are the creator. You make cities.